So, hey ho, let's go. Dann wollen wir doch mal langsam wieder hier reinfinden, Baldur's Gate 3, ne? Gut. Nach langer Rast Ja, nach sehr im langer Rast. doppelten Sinne. Ja, ist so. Weil letzte Woche hatte ich einfach was anderes vor. Aber man muss ja auch ein bisschen Spiele genießen. Kennst du das, wenn du Spiele. Wobei bei Early Access ist es eigentlich recht so. Ich gehe schon mal aus dem Lager raus. Ich glaube, wir haben hier nichts mehr zu quasseln, oder? Nein. Oh, nirgends so Ausrufezeichen. Kennst du das Gefühl, wenn du ein Spiel in Early Access spielst? Oh, jetzt habe ich was zu reden. There's something I've been wanting to share with you. Wow, Now's Leute. a good time. Ich rede erst noch zu Ende. Wenn du ein Spiel in Early Access startest, dass du dann den Angst hast, du spielst es dir kaputt, bevor die Vollversion da ist? Ja, deswegen habe ich mir Baldur's Gate nicht früher geholt. Wobei, ich habe ein Spiel oder ein, zwei Spiele, die ich halt nochmal anspielen wollen würde. Aber da warte ich, bis die Vollversion endlich draußen ist. So. Worauf ich schiele, ist Forever Skies. Okay. Ich Das ist, muss. glaube ich, letzten Monat oder so in Early Access gegangen. Es ist, sieht halt aus wie Subnautica mit Luftschiff. Forever Skies. Muss ich mal gucken. Weiß ich gerade nicht auswendig, was das ist. Oh, gut. Ich erstmal gucken, was die Schattenherz hier will. Ich erzähle mir freiwillig von euch. Geht es euch nicht gut? Liegt es an der Larve? Nee, ich bin ganz Ohr. It's difficult to put into words. I think it might be Oder easier to just show you. bisschen leise. Use the tadpole. The connection. Come into my mind. Die Larve, die Verbindung kommt in meinen Verstand. Seid ihr sicher? I'm sure. I trust you. Was werde ich sehen? How I came to be who I am. How I found my way to Lady Shah's embrace. Ach, warte mal. Ich jetzt weitermache. Das mal ganz hoch. Oh, ich hoffe, es ist nicht zu laut. So, dann starten wir das mal. I don't remember how it started, only how it ended. I was fleeing. Oh Gott, da war sie aber sehr jung. Unverletzt. Ah, deswegen hat sie Angst vor Wölfen. Jetzt macht das auch Sinn. Ja. Hat aber krasse Augen, das Tier. My name. I can't remember what I said. I can't remember anything before those words. All I know is she saved my life and gave me a new home with Lady Shah. That's all I remember. Rettungswurf gescheiterte Legion. Ich habe ihn mal kurz auch nicht sichtbar gemacht. Kein Wunder, dass ihr Schar so ergeben seid. Ihr habt das Gefühl, ihr schuldet ihr Leben. Dass ihr mir davon erzählt habt, das war sicher nicht leicht. Normally I'd agree,
but with you, it's getting easier by the moment. Ja, das ist jetzt etwas, da kann ich auch im Lager, glaube ich, bereden. Hörst du gerade zu? Ich höre zu, ja. Ja, ich glaube, also den Rest, den kann ich mir auch im Lager anhören, glaube ich. Ja, machen wir auch so. So, ich habe... Da macht es irgendwie Dauer auf Boom, weil da, glaube ich, das Skelett da liegt. Wobei, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das der Grund ist. Ich muss gerade überlegen, von wo aus sind wir denn nochmal gekommen? Da ist die Entlüftung mit dem Giftgas, ach so, das immer wieder explodiert. Das da, das war das. Und da waren wir, glaube ich, gekommen. Wir haben ja noch einen Weg, ne? Hier quasi durch das Toreingang, aber... Das macht ständig Boom, ey. Wie sind wir eigentlich hier gekommen? Achso, ja, das stimmt. Am Toreingang, da waren ja diese Statuen, die uns wegmachen. Na genau. Alter, ich muss auch sagen, das ist doch riesig hier, ne? Ja. Wenn du mal einfach mal so runter guckst. Das Schlimme ist, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und irgendwie in jeder Ecke eine andere Farbe. Ja, irgendwie. Da unten ist es rot, da hinten ist es blau, da ist es lila. Ja, irgendwie schon interessant, ne? Da ist. Da sind ein paar gelbe Pilze. Da ist auch irgendwie ein Portal oder sieht zumindest so aus, da oben links. Nicht erreichbar, okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, wo sind wir? Da. Wir gehen. Hä? Ach so. Hä, wieso kann ich nicht runter? Okay. Sind wir gar nicht von da aus gestartet? Konnten wir da gar nicht runterspringen? Runtergehen? Ich bin hier vorhin hochgeklettert, um zu dir zu kommen. Da ist der Landhai. Der sagt mir ständig, ich kann es nicht benutzen. Ah, jetzt kann ich es benutzen. Komisch. Ja, vielleicht, weil ich da gerade runtergeklettert bin. Das könnte sein. Hörle, hüpf. Raubtier der Dunkelheit. Da war nichts mehr, ne? Da ist alles weg. Gut. Wir waren fleißig. Ja. Es ist doch schwierig genug, die Gegner. Mal gucken, was für Überraschungen uns hier noch erwarten. Du hast den kurzen Weg genommen. Yep. Da ist eine Kiste, sehe ich. Eine schwere Tour. Schlossknacken. Open up. 15, okay, krieg ich hin. 11, mit Bonus. Blitz. Läuft. So. Okay, das Spiel ist gerade ein bisschen zu laut. So, ich glaube, so ist ein bisschen besser. Oh. Eine Lederrüstung. So eine leichte Rüstung. Aber Heimlichkeit. Ich glaube, die nehme ich mal an mich. Hier ist noch so eine Art Schrein. Warte, Silistenöl, Gegengift, knittigere Seite. Okay, aber hier ist sonst nichts, ne? Ne, das war's. Hey, gehen wir doch mal erstmal hier weiter lang, würde ich sagen. Wobei. Ja, doch, da kommen wir noch weiter runter. Ich weiß nicht, ich mag die Farbe hier nicht. Ah! Fackelschwell. Ah! Das habe ich kommen sehen. Warum immer ich? So. Das ist ein toter Drow. Bleib nicht da stehen. Natur. Komm mal bitte da wieder zu, vorbei. Das ist mir zu doof. Bleib da stehen. Ab, ab, ab. Was hat den Schaden jetzt gekriegt? Oh, die
können. Ah, nein, 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 nein. Half this drow's body is crushed. So. Ah. Ein ledergebundenes Tagebuch. Ein Gefallen. Ein treuer Diener. Mehr habe ich nicht beschworen. Nicht mehr und nicht weniger als Melis de Urden. Oder die Mutter der Begierden selbst. Die Jochlol. Jochlol. War prächtig anzusehen in all ihren Gestalten. Ich habe von ihrem fauligen Geruch gelesen, aber ich fand ihn berauschend wie Rosenwasser. Okay. Die hat einige Artefakte zertrümmert, einen Meister angefaucht. Der Erdmagier hätte mich für eine solche Beschwörung verehren sollen. Stattdessen hat er mir gedroht, mich zu verfluchen, mich in eine Rinne zu verwandeln. Meine Zeit wird noch kommen. Bald kehre ich nach Menzoberranzan und Rossere zurück. Dann wird der Erdmagier mich verehren. Man wird mir dienen. Okay, leichter Größenwahn. Falls du dich wunderst, wo ich bin gerade nach oben geklettert. Ach so. Ja, und ich, Weil mich hier dieser Pilzring, ich interessant fand. Ich werde mit dem Drau mal ein bisschen quatschen. Ah, okay. Da höre ich mal mit zu. The corpse regards you lifelessly. Wer seid ihr? House Vandry. Farskal. Searching. Was habt ihr gesucht? Quick path to surface. Okay. Die wollten einfach wieder nach oben anscheinend. Hattet ihr Verbündete dabei? Better that way. Naja, ob es wirklich besser war, sieht man ja. Was ist euch zugestoßen? Through backpack. Too light. Fell. Wie konntet ihr fallen, weil ihr einen Rucksack geworfen habt? Habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Mushrooms. Disappear. Guessed wrong. Ach so. Der ist hochgeklettert. Der ist über dir, das sind die Pilze, auf die kannst du draufspringen. Da bin ich jetzt auch hochgekommen. Wenn du magst, kannst du mir nachkommen, weil da ist ein Pilzring. Den wollte ich mal benutzen. Wenn du überhaupt hochkommst. Oh, ich glaube schon. Ein Skelett. Ah. Ah ja. Nur, da ist gerade ein Pilz verschwunden. Nur Schattenherz kommt gerade nicht nach. Achso, ich bin auch den anderen Weg gegangen. Ich bin hier links gegangen. Erst den hier. Dann den hier. Dann den hier. Hast du gesehen? Da war irgendwie. Ja, jetzt den, ja, den rechten. Ich glaube, ich komme da nicht hoch. Ja, doch, also ich bin hochgekommen, auch mit Schattenherz. Zu hoch, sagt er mir. Echt? Moment. Ich habe wahrscheinlich nicht genügend Stärke. Was ist, wenn du erst auf den linken springst? Oh. Jetzt. Und dann noch den rechten.
Oh, also gerade eben. Na gut, der ist wieder zu hoch. Der geht doch mal näher dran und springt von der Kante aus. Und übrigens, schick mal Carla auf eine Ebene, auf einen Pilz drauf, dann springt die nach. Jo, da sind wir wieder. Ich war jetzt gerade ein bisschen konzentriert mit dem Springen hier auf den Pilzen. Carla kommt auch ohne Probleme hoch. Eigentlich müsstest du auch hochkommen. Nö. Warte mal. Habe ich eine. Ich guck. Federfall. Fliegen habe ich nicht, ne? Guck dir mal die Wand dahinter genauer an. Aha. Okay. Interessant. Ich frage mich eh, was die Pilzringe sind. Was zum Teufel ist das denn da? Was hast du gesehen? Das komische Portal bei dir auf dem Boden. Ja, ich habe den Tipp hier gerade gekriegt. Dankeschön für den Tipp. Sollte mir mal die Wand dahinter angucken. Ich kann nicht glauben, dass du nicht hier hochkommen kannst. Ja, das ist klar, du klickst es einfach an. Ich warte auf dich, weißt du, und du klickst es einfach drauf an. Du bist nur einer. Ich hab überhaupt da irgendwie einen Geheimgang. Das ist ein Geheimgang. Toll, hätte ich den mal direkt aktiviert. Okay, aber dann ist hier drin ja noch ein Geheimgang. Ja. Dann komme ich jetzt auch mit meinem Main hier hoch. Ja, ich guck mal, was da ist. Hat er dann? Bist du schon durch den zweiten Pilzring? Ja. Ach! Ah. Sind wir bei der Hexe gelandet? Nee. Na, Wucherter Tunnel. Es sieht ein bisschen so aus, ne, wie die Fratzentür von der Hexe. Ach, Tatsache. Ja, das ist wohl die Hexen. Ja, aber die Hexe ist doch. Fratzentür war doch weg, oder? Ja, die Fratzen. Wir sind gerade in der anderen Position, wo wir letztes Mal waren. Ich guck gerade. Nee, die Fratze war. Ich kann keine Markierung setzen. Die Fratze. Wenn du die Karte aufmachst, war die Fratzentür ganz rechts. Ja. Aber interessant. E-Haus, genau. Ein Hackbeil. Moment. Dinger. Dahinter geht auf jeden Fall weiter. Ja, habe ich auch gesehen. Aber so einfach weiterklicken kannst du auch nicht. Warte mal. Ja, okay, da kann ich nicht hinspringen. Scheint jedenfalls keine Illusion zu sein. Nee. Aber sehr interessant. Ja gut, ich kann kein Schloss knacken, was es nicht existiert. Okay, dann haben wir gerade nicht dabei, ne? Nee. Dann. Ich glaube eh nicht, dass da jetzt wirklich was ist, was wir jetzt finden, was wir jetzt noch nebenbei finden könnten. Weil hast du ein Feuerblitz-Dingens? Achso, ich hatte die Karte auf. Ja, warte mal. Dann können wir auch nochmal probieren. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Glaub's auch nicht, aber. Ich habe einen Schatten, das kann auch, glaube ich, den Feuer blitzen. Ja. Nee. Mittelzähig. Stand da dran. Mittelzähig. Aber interessant, da hättest du auch direkt von der Hexe aus hier runterkommen können. So, da bin ich neugierig, was sich jetzt hier verbirgt.
diese Gemäuer. Brandspuren und nicht von einem Lagerfeuer. Arkanes Geschütz und das hat mich voll im Visier. Galach hat mich gerade angesprochen. Nee, egal. Mir macht dieses arkane Geschütz Sorgen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es hat mich voll im Visier. Ja, das ist Schattenherz im Visier. Ich vermute mal, dass wir deswegen auch im Rundenmodus sind, weil das Ding uns angreifen wird, wenn es die Gelegenheit bekommt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Achso, ich bin nicht beendet. Wir können den rundenbasierten Modus verlassen. Aber meistens, wenn das Spiel den automatisch anschmeißt, dann hat das einen Grund. Ja, macht ja auch Sinn. Ach so, ich habe noch gar nicht beendet. Warte mal. Ich dachte, ich hätte schon beendet. So. Oh, Glück gehabt. Jo. Aha. Still breathing, despite everything. Very well. Okay, so können wir den nicht ausschalten. Da hinten ist noch ein arkanes Geschütz. Da oben, ne? Mhm. Vielleicht sollte man da hingehen zu dem Geschütz, weil anschießen bringt nichts. So. Okay, macht schon ein bisschen Schaden. Oh nein. Greift halt aufs an, ne? Okay, ich kann es nicht irgendwie ausschalten oder so. Warte mal. Was ist, wenn man das von hinten angreift? Auch nicht. Robust. Gut, der andere kann mich gerade nicht treffen. Was sagt denn robust? Also der physischen Schaden ist er resistent. Er hat auch eine Giftresistent. Feuer ist er resistent. Nekrotisch ist er resistent. Blitz ist er resistent. Stich. Hiebe. Eigentlich können wir das Ding gar nicht killen. Ja. Aber was Fakt ist, irgendwo muss ein Mechanismus für das Ding sein. Ich würde die Truhe jetzt noch nicht aufmachen. Nee, musst du sowieso knacken. Da ist kein Mechanismus. Man hätte auch außen rumgehen können. Leuchtknolle. Wo bist du jetzt? Du bist da oben. Oh, ich gönne mir ein paar Bronzebarren. Ja, ich überlege nur gerade, wie ich hier überleben kann. Ich würde sagen, wir rennen mal zum Tor hin. Was meinst du? Mal hier, komm ich. Skardach gehe ich mal hier unten rum.
Ja, musst nur gucken, ne? Das Ding macht halt relativ oft Schaden. Also ich versuche mal zu der Tür zu gehen, oder willst du jetzt dahin versuchen? Wir haben auch nirgendwo einen Mechanismus, wo wir das eigentlich abschalten können, ne? Dann sehe ich keinen. Nee, ich sehe auch nirgendwo einen. Und ich drehe schon die Kamera, wie blöd. Vielleicht da drin. Ich meine, zumindest allen, die ihr Ziel beizubehalten. Ich glaube, das hier das am nächsten ist, oder? Nö, nö, definitiv nicht. Ja, ich sehe schon. Ja, doch. Die wechseln ihre Ziele. Okay. Immer das hier, das am nächsten dran ist. Ja, so viel zu meinem kleinen Teufel. Arkane Feuerschalen kann ich nicht aufmachen. Oh, ich muss. Ich muss die Tür aufknacken. Warte mal, ich habe eine Idee. Mal gucken, ob ich das Ding noch sehen kann. Wenn du mal guckst, die Position von dem Ding hat sich geändert, ne? Der zeigt nach oben. Ha, dann scheint das ja funktioniert zu haben. Oh. Ah! Hast du eine Schippe? Glaube, müsste, sollte, könnte, dürfte. Ich meine, ja, doch. Ich meine, du hast eine. Ja. Noch nicht mehr genug Bewegung. Nee. Karlach kannst du noch bewegen. Naja, bin dabei. Denk dran, du wirst vielleicht attackiert, ne, wenn du jetzt hochspringst. Was ist das für ein Gewölbe? Oh, da sollte ich sicher sein. Ach, da drin ist auch noch eins. Arkane Feuerschale. Ich kann sie nicht anzünden. Aber drin, oh, drin sind auch noch zwei Geschütztürme, okay. Ne, so geht's auch nicht. Okay. Okay, dann muss es einen Trick geben, sagt sie. Also drin ist auf jeden Fall ein Aufzug. Hier ist ein kaputtes Fenster. Oh ja, und da ist das Geschütz. Wenn du mal rechts an diesen komischen Turm guckst, da sind so Röhre. Ich weiß nicht, ob die Röhren was zu bedeuten haben. Das sieht so aus, als wenn irgendein Gas fehlt. Du kannst sie aber angreifen. Wie sieht dich das Ding schon an? Ach ne, du bist noch nicht so weit. Ich geh mal bis hier hin. Ich heil mich mal. Ah, dass ich die Dunkelheit nur einmal an einer langen Rast einsetzen kann. Ja, ich glaube, wichtig ist gerade nur der untere da. Ah. Der andere, der ist nicht so wichtig. Da komme ich nicht mehr dran vorbei. Wo kann man sich denn hier gut verstecken? Autsch. Okay, ich war schon zu weit. Ah, ja, okay. Die machen auch ganz schön Schaden, ne, auf großer Sicht. Nur ein Tipp, sie greifen sich nicht an. Das heißt...
Das heißt, wenn man theoretisch in derselben Bahn ist mit dem anderen geschützt, dann würden die sich halt gegenseitig nicht angreifen, okay? So habe ich das jetzt verstanden. Wo kann man sich denn hier gut verstecken? Zielpunkt nicht erreichbar? Ach, muss ich hüpfen wahrscheinlich. Ja, Tatsache.